Klimaneutrale Fabrik, nachhaltige Produktion durch Energieeffizienz, Flexibilität und Autarkie. Das ist unser nächstes Thema hier auf der Industry Forward Expo, zu der ich Sie recht herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Jessica Bischoff von Publish Industry und ich bin Gott sei Dank nicht allein bei dem Thema. Und zwar bei mir ist der Professor Dr. Ingenieur Przemek Komarnicki. Hallo Przemek. Hallo. So viel zu mir. Przemek, du darfst jetzt gerne loslegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass man auch die Möglichkeit hat, mit Ihnen sich heute, so glaube ich, ein Key-Thema in der Zukunft zu unterhalten und unsere Blickwinkel, wie wir tatsächlich versucht haben oder weiterhin natürlich versuchen, den Unternehmen zu helfen, in dem ganzen Pfad, dass Nachhaltigkeit ein richtiges Ziel bzw. Umsetzungsmaßnahmen zu finden. Wo stehen wir heute, muss ich Ihnen, glaube ich, nicht genau erzählen. Hier sehen Sie ein paar Screenshots. Was aber diese Slide zeigt, das Thema der Nachhaltigkeit im Sinne Industrie, aber auch natürlich in allen vielen anderen Facetten, ist in allem Munde. Was man auch auf der anderen Seite hier relativ schnell feststellen kann, jeder macht, was er machen kann. Manche machen es vielleicht noch nicht. Was wir aber wissen nicht, ist tatsächlich die Frage, was kann man machen? Was ist tatsächlich das Zielführende, um tatsächlich diese großen Pläne, die wir natürlich vorhaben, zu erreichen? Wie trägt eine Einzelne dazu bei? Beziehungsweise was ist das technisch, wirtschaftlich, aber auch natürlich von der Nachhaltigkeitsziel das Optimalste? Was ist aber, warum machen wir das Ganze, ist natürlich die entscheidende Frage. Wir machen das nicht deswegen, weil wir natürlich uns mit dem Thema nur so hinsetzen, sondern wir haben tatsächlich weiträumige Ziele, die nicht so einfach umzusetzen sind, die ich Ihnen auch in den nächsten Folien zeigen. Ist das Beispiel des sogenannten European Green Deal. Das heißt, nachdem wir jahrelang verschiedenste Papiertiger erstellt haben, sprich Strategien, was man machen kann, wie man es machen kann. Sie wissen selber, als Ingenieure oder auch andere Fächer, Papier erträgt alles. Jetzt müssen wir eigentlich schon handeln. Warum müssen wir handeln? Ich glaube, das kann man jeden Tag feststellen. Ich sitze hier am Standort Magdeburg heute, das ist 7. Oktober und wir erwarten 22 Grad. Das ist nur als Beispiel, dass tatsächlich diese Thematik Klimaveränderung trifft uns schon in voller Masse. Was heißt aber auch dieses European Green Deal in dem Sinne Nachhaltigkeit? Das heißt tatsächlich jetzt, wir müssen in der Umsetzung gehen. Umsetzung gehen heißt, das Paper zu verlassen und tatsächlich ins Feld das zu bringen, sodass wir die Wirkung noch irgendwann tatsächlich im Sinne positiver Wirkung spüren können. Wir sehen diese Thematik immer unter Betrachtung dieser hier rechts drei unten dargestellte Kriterien als gleichzeitige Kriterien. Das ist zum einen Zuverlässigkeit. Wir dürfen uns nicht bei dem Thema Qualität, was auch immer das ist, als Nachteil lassen. Wir müssen nachhaltiger werden und wir müssen natürlich am Ende im Sinne Industrie, Fabriken, was hier Thema des Vortrags ist, natürlich wirtschaftlich bleiben, weil sonst funktioniert das Ganze von vorne bis hinten nicht. Letzte Bemerkung vielleicht an der Stelle, warum Industrie eine Rolle spielt, eine immense Rolle spielt. Sie wissen es das auch. Wir teilen immer den Verbrauch, zumindest in Deutschland, 3-3-3, also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Einer davon ist Industrie, zweiter davon ist die Mobilität und dritter davon ist sozusagen der private Endkunde. Das heißt, wir sind fest davon überzeugt, nur wenn alle aus diesen Verbrauchersbranche, klassische Verbrauchersbranche, was dazu beitragen, können wir tatsächlich über diese große Transformation sprechen. Sonst wird es tatsächlich nicht funktionieren über die größeren oder großen Maßnahmen. Wo ist das Problem oder was müssen wir dabei heutzutage berücksichtigen? Wir haben einerseits, was ich anfangs auch gesagt habe, natürlich deutlich höhere Wahrnehmung der Öffentlichkeit, was Thema Nachhaltigkeit angeht. Ja, wenn Sie im Supermarkt sind, wissen Sie schon, was die Themen eine Rolle spielen und natürlich in der industriellen Umfeld sowieso. Auf der anderen Seite haben wir auch eine deutlich steigende Druck oder optimale ausgedrückt ökologische Anforderungen, die sich ergeben. Beispiel hier Volkswagen im Sinne Zulieferer, aber auch natürlich viele andere Unternehmen, die sagen, okay, wir müssen
nicht nur im Sinne des Betriebes, aber im Sinne der Endprodukte eine CO2-Neutralität oder stückchenweise in die Richtung gehen, schaffen. Das ist diese, sag ich mal, positive Seite. Auf der anderen Seite dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn Sie in letzten Tagen oder Wochen auch schon auf die Ölpreise oder den männlichen Gas anschauen, sehen Sie hier, dass wir natürlich keine senkende Tendenz haben, sondern eher steigende Tendenz. Diese steigende Tendenz bei Energie- bzw. Rohstoffpreisen hängt natürlich mit dem ganzen Komplexität, die wir zumindest in Energiewirtschaft in Deutschland haben. Das heißt, Beschaffung, Strombeschaffungskosten steigen, Steuer und so weiter und so fort. Das heißt, viele dieser Aspekte spielen uns hier in dem Thema Nachhaltigkeit das Ganze nicht gerade die Leuchtturmprojekte, sondern wir müssen uns damit befassen. Auf der anderen Seite, jegliche Produkte müssen natürlich Preisentwicklungen im Auge behalten, Kosten, die Trends. Das heißt, das Schönste wäre, es wäre CO2-frei und kosten am Ende nichts. Das wissen wir, das funktioniert in der Realität nicht. Und auf der rechten Seite hier von mir aus dargestellt, wir haben natürlich immer neue Technologien, die dazu kommen, die möglichen Maßnahmen, die dazu kommen, sodass es keiner am Ende sagen kann, was kann ich heute wirklich integrieren, was hilft mir und vielleicht dem anderen nicht unbedingt oder was ich dazu nehmen muss. Das ist eine Seite. Und schlussendlich in einem Land wie Deutschland haben wir das Thema Gesetze, Nachweispflichten, Richtlinien, Standards, die natürlich dazu führen. Was bedeutet das in dem Umkehrschluss? In dem Umkehrschluss heißt, wir haben wirklich eine immer noch steigende Komplexität, auch steigende Anforderungen, sodass man auf Neudeutsch sagt, die Mitarbeiter sind ordentlich beschäftigt, das heißt busy, und busy ist laut dem Herrn Bill Gates als Beispiel ist die New Stupid Strategie. Das heißt, wir stehen tatsächlich in einem Umfeld, dass die nicht einfach zu sagen ist, wie kann man das. Trotzdem, sehen Sie bitte die zweite Folie, die ich gezeigt habe, wir müssen tatsächlich jetzt handeln. Was bedeutet das im Sinne einer Unternehmen, im Sinne der Nachhaltigkeit? Sie kennen das, klassisches Geschäft, Energie kam aus der Steckdose, die integriere ich. Ich mache ein bisschen wirtschaftliche Optimierung, technisch auch, funktioniert wunderbar, bis wir auch jetzt die steigenden Preise sehen. Was heißt es jetzt, was muss sich ändern? Es ändert sich in dem Sinne Net Zero Folgendes. Die Unternehmen sind in ihrem Sinne nicht mehr als klassische Verbraucher, sondern es gibt viele Prozesse, die tatsächlich sich flexibilisieren lassen in dem Sinne beispielsweise, dass ich sage, okay, ich versuche daraus zusätzliche Profite zu schaffen oder anderweitig rum mich auf die regenerative Erzeugung dieser Volatilis einzustellen. Das heißt, ich nehme von der Seite völlig andere Rolle, wir nennen das in der Energietechnik Prosumer-Rolle. Ich muss natürlich sehr zwingend effizienter im Sinne Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung schauen. Ja, das heißt, dass ich tatsächlich gucke, woher kommen die ganzen Sachen. Und von der Kundenseite natürlich diese Anforderung an CO2-arme bzw. zukünftig neutrale Produkte. Das heißt, Energie und dazu passende natürlich in dem Prozess Ressourcen sind jetzt tatsächlich heute eine Handelsware, so dass wir sagen, jedes Unternehmen ist eigentlich ein Energie- oder Ressourcendienstleister. Im Vordergrund steht natürlich die Produktentwicklung. Wie kann man das machen? Oder wie können sich Unternehmen in die Richtung Nachhaltigkeit unter Betrachtung dieser drei Kriterien nochmal Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und natürlich die Ökologie bewegen? Wir beschäftigen uns in dem Fraunhofer jahrelang mit vielen deutschen, aber auch international tätigen Unternehmen in der Thematik, wie man das machen kann, und sozusagen implementieren das in der Net Zero Navigator oder Net Zero Marke an sich. Wie geht es das ran? Natürlich erstmal muss man sich anschauen, welche Technologien kommen für bestimmten Partner in Frage. Ja, es gibt viele verschiedene Gründe, wo man sagen kann, das geht bei uns nicht, das funktioniert bei uns nicht und so weiter. Das heißt, auf der anderen Seite müssen wir schauen, tatsächlich, was könnte man aus diesem Technologiepool machen, sprich, welche Kriterien sind für jeweilige Unternehmen wichtig, weil was heißt das, ein chemisches Unternehmen hat völlig andere Anforderungen, beispielsweise jetzt in dem Sinne an Spannungsqualität oder Zuverlässigkeit der Elektroenergieversorgung, als im Vergleich ein Unternehmen, das Stückzahlen produziert und vielleicht das Produktprozess stückchenweise verschieben kann. Das heißt,
Jedes Unternehmen benötigt individuell zugeschnittene Kriterien und damit auch das Ergebnis davon. Natürlich, was wir auch dabei nicht vergessen, ist das dritte Bullet Point hier, diese Energieressourcenoptimierung. Das heißt, die bestehenden Prozesse natürlich optimal anzupassen, Effizienz dazu steigern, sodass wir sagen, okay, das ist das eine der Schritte und natürlich, wenn es notwendig oder sinnvoll ist, werden die neuen Technologien zugebaut. Und last but not least, was heißt das am Ende? Was kann ich machen? Was soll ich machen? Was kostet das Ganze? Und wie funktioniert das? Jeder in Einzelnen vielleicht für Sie ein oder anderes Beispiel. Was heißt das? Dieser Technologiekatalog ist tatsächlich so, dass wir geschafft haben, eine sogenannte Technologiebibel für uns zu entwickeln. Das heißt, verschiedenste, ich glaube weltweit heute aktuell vorhandene 180 Technologien, die natürlich sich von Eigenschaften deutlich unterscheiden. Das heißt, einerseits, die haben unterschiedliche sogenannte TRL-Level, also Reifegrad. Ja, manche kann man schon, sage ich mal salopp, als Standardtechnik kaufen. Manche sind kurz davor, manche sind natürlich nur in der Zukunft planbar, sprich, die haben noch nicht Laborumgebung verlassen. Einerseits, auf der anderen Seite natürlich nicht nur technisch zu beschreiben, was kann die Technologie, was kann sie nicht, sondern auch natürlich wirtschaftlich. Ja. Das klassische Thema ist beispielsweise Photovoltaik. Heute haben wir das als Standardtechnik mit dem Wirkungsgrad. Wie sieht das zukünftig aus? Also wir beschreiben im Sinne dieser Technologie Bibel eine Katalog von möglichen Technologien, die wir dann mit den jeweiligen Unternehmen tatsächlich ansprechen. Und wie Sie hier links in dem Fenster sehen als Beispiel, was heißt das für einen sehr konkreten Großunternehmen hier? Wir haben natürlich am Anfang aus den 180, 92 Technologien ausgewählt. Hier rechts sehen Sie beispielhaft dargestellt, was es sein kann. Das heißt, wir sprechen nicht nur über Erzeugung, sondern wir sprechen über Last, Verbrauch, aber auch natürlich über Thema Speicherung, über verschiedene Medien hinweg. Es geht nicht nur um Strom, sondern es geht um Gas, Wärme bzw. Druckluft, je nachdem, was tatsächlich benötigt wird. Aus diesen 92 Technologien in diesem konkreten Beispiel sehen Sie hier, sind 85 nur Infrastruktur integrierbar. Was heißt das konkret? Es ist beispielsweise so, dass man sagt, okay, Windkraft wäre super im Sinne regenerative Erzeugung für das Unternehmen, aber wir stellten fest, in der Nähe dieses Unternehmens ist ein Flughafen, das heißt, Windkraft fliegt weg aus Sicherheitsgründen und so weiter. Das heißt, es gibt auch schon Kriterien, aus denen wir aus diesem Technologiepool eine sogenannte Filet Mignon schneiden wollen. Heißt, von 85 gehen wir dann ein Stückchen runter auf 45. 45 in dem Fall heißt, die eine positive Nutzen in das Gesamtsystem in diesen Industrieinfrastruktur tatsächlich haben können. Das heißt, ich zeige Ihnen weiter, was diesen Nutzen oder wie drucken wir diesen Nutzen aus. Und als letztes Beispiel, last but not least, 25 wirtschaftlich betreibbar. Das heißt, das, was ich Ihnen gesagt habe, wie wirkt sich das auch natürlich auf das Wirtschaftlichkeit des Ganzen, weil es geht uns nicht darum, eine Technologie zu schaffen, sondern wie wir gesagt haben, Wirtschaftlichkeit spielt natürlich bei jedem Unternehmen unabhängig von der Größe eine entscheidende Rolle. Das heißt, wir bieten erstmal eine Technologiepool, die möglich wird, die umzusetzen. Was machen wir mit diesem Technologiepool? Sie sehen hier unten dargestellt, was wir bisher in den 5 bis 10 letzten Jahren bei verschiedenen Unternehmen erreicht haben mit dieser Maßnahme Net Zero. Das heißt, Reduktion des Eigen-Energieverbrauchs bis zu 20%, Steigerung der Eigenversorgung 30%. Und ich kann Ihnen auch sagen, ein Beispiel, dass wir bei einem Unternehmen geschafft haben, 50% der Autarkie im Sinne nicht Netzkopplung, sondern Eigenversorgung, Sicherheitssteigerung zu erreichen. Was heißt aber diese KPI-Matrix für uns? Wir tauschen uns natürlich mit dem Unternehmen, was ich sagte, welche Kriterien sind die entscheidenden und bauen daraus diese KPI-Matrix, die Sie hier beispielhaft rechts sehen können. Rechts sehen können, klassische Parameter, natürlich, wie wirkt sich das tatsächlich im Sinne meiner Strombezug quasi ein, sprich, wie viel kann ich erzeugen, wie wirkt sich das im Sinne meine Eigenbezugsleistung oder im Sinne die Energieerzeugung, was ist dabei mit CO2-Bilanz, was kostet das Ganze und was Sie hier auf der rechten Seite sehen können,
tatsächlich interessante Aspekte, was kann ich machen, beziehungsweise was soll ich in welche Schritten machen. Das ist ein klassisches Beispiel. Es steht zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Spiel im Vergleich zu einer Speicher- oder Abwärmenutzung als Beispiel. Diese Methodologie entscheidet tatsächlich über die Reihenfolge dessen Einsatz. Das heißt, wenn ich jetzt als Maßnahme 1 doch den Photovoltaik nehme, dann heißt das auch warum. Warum heißt es, weil es wirtschaftlich jetzt aktuell am sinnvollsten ist, beziehungsweise das bringt mir die größte Gewinne im Sinne Nachhaltigkeit, Effizienz und dem Gleiche. Das heißt, wir priorisieren damit über diese verschiedenen Kriterien, die sich hier auf der rechten Seite blau und grün sehen, vor, um dann tatsächlich nicht das ganze Pfad zu verlieren. Das bedeutet im Umkehrschluss auch zu sagen, okay, welche Maßnahmen kommen dann als nächste, damit sich das ganze Bild in dem Sinne verbessert. Was ich auch schon gesagt habe, es ist tatsächlich so, wir gucken parallel dazu, was kann man im Sinne Effizienz oder Ressourcensteigerung, Optimierung in bestehende Produktionsanlagen oder Produktionsprozessen machen. Das heißt, von klassischen Maßnahmen, sage ich mal, Lastmanagement, Flexibilität oder Abwärmenutzung oder generell gesagt, diese synergetische, sage ich mal, Energie- oder Ressourcenkreisläufe, das heißt, einfach zu sehen, was geht nicht. Sie sehen hier rechts ein ganz konkretes Beispiel von einem kleinen Unternehmen, um Ihnen auch zu zeigen, dass es tatsächlich sowohl bei großen als auch bei kleinen funktionieren kann. Eine Möbelfabrik, wo wir tatsächlich über Lastmanagement-Maßnahmen, weil es tatsächlich ein diskontinuierlicher Prozess ist, geschafft haben, Effizienz um circa 30% in dem Fall zu steigern. Allein, dass wir gesagt haben, die Prozesse müssen jetzt in dem Sinne, da ist eine große Photovoltaikanlage, ein Speicher installiert, insofern so gemacht werden, dass wir tatsächlich uns keine Peak einfahren, beziehungsweise hundertprozentig versuchen, im Laufe des Tages aus dieser Photovoltaik zu nutzen. Also das heißt hier viele konkrete aktuelle Maßnahmen, die viele kennen, aber auch natürlich ein paar komplexe Systeme, die uns erlauben, tatsächlich immer noch im Sinne Effizienz aus dem bestehenden Prozess was rauszuholen. Wie mündet das am Ende? Also was bekommt man tatsächlich dabei ist, erstmal Papier, keine Frage, aber dieses Papier gilt bei uns sozusagen als eine Strategie im Sinne Entscheidungsunterstützung. Geht das Unternehmen in die Richtung hin? Sprich, wir beschreiben hier mögliche Ausbaupfade. Das heißt, was wirkt was, wann und welche wirtschaftliche, ökologische, aber auch natürlich technische Effekte das mit sich bringt. Hier auf der rechten Seite sehen Sie tatsächlich wieder ein konkretes Beispiel aus einem Remanufacturing Großunternehmen an der Stelle, wo wir dann tatsächlich gezeigt haben, das ist das Bestandzustand vor dem Net-Zero-Einsatz und dann tatsächlich hier zu schauen, wie könnte es sozusagen mit den verschiedensten Maßnahmen auch zeitlich natürlich eingestellt funktionieren. Und natürlich zu jeder dieser Maßnahmen gibt es tatsächlich eine ganz konkrete, wenn es auch nötig ist, inklusive Last- und Pflichtenheft, Beschreibung, sodass man immer nachschauen kann, in dem Sinne, was ist tatsächlich die Strategie. Und zweiter wichtiger Punkt ist, dass es im Sinne dieser KPIs auch, wir schauen, wo kann man das Unternehmen noch bewegen. Gott sei Dank, in dem Bereich funktioniert immer noch Physik. Ja, das heißt, wenn einige Unternehmen, und das ist manchmal der Fall, tatsächlich technisch so weit sind, dass es wirklich nur wenig rauszuholen ist, dann natürlich sagen wir, okay, da sind nur die und die Maßnahmen, aber die Maßnahmen bringen jetzt im prozentualen Bereich höchstens was, weil sie so weit so schon sind. Das ist sozusagen diese Möglichkeit. Was machen viele Unternehmen damit? Wie ich sagte, das ist eine Entscheidungsunterstützung. Aus dieser Entscheidungsunterstützung werden tatsächlich einige Maßnahmen dann getätigt, wo wir dann im Sinne einer wissenschaftlichen Begleitung gehen können. Immer bitte nicht vergessen, technologieunabhängig. Uns geht es nicht darum, dass es eine oder andere Technologie da reinkommt, sondern uns geht es darum, tatsächlich
Maximum im Sinne Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit rauszuholen. Langsam in Richtung Zusammenfassung, was ich Ihnen auf den Weg geben könnte, ist tatsächlich so, wir sind an dem Punkt gelangt, wo tatsächlich alle diese drei Punkte, die hier dargestellt stehen, berücksichtigt werden müssen. Das heißt, gleichgestellt Thema Energieeffizienz, also das, was man heute noch aus dem Prozess im Sinne energetischen oder Ressourcenschonung, Optimierung holen kann, muss getan werden. Dem Gleichen gilt sich natürlich auch neue Wege zu schaffen. Was kann ich mit meinem Prozess, was ich im Sinne Beispiel Flexibilität gesagt habe, um vielleicht zusätzliche Erlöse zu haben? Und schlussendlich das Thema Autarkie. Autarkie heißt nicht, wir entkoppeln uns vom Netz, sondern versuchen durch Eigenerzeugung, durch Eigenspeicherung, durch diese Flexibilitätsaspekte uns so weit zu bewegen, dass wir vielleicht stückchenweise von dem Energiepreisgestaltung oder generell von der Zuverlässigkeit der Versorgung im Netz stückchenweise entkoppeln und, sage ich mal ganz einfach, das Ganze mehr in eigene Hand zu haben, als es vielleicht heute der Fall ist. Zusammenfassend sehen wir auch das so, dass tatsächlich heute aufgrund von verschiedensten Kriterien, die die Unternehmen für sich im Sinne ihrer Nachhaltigkeitsstrategie implementieren wollen, aber auch natürlich Möglichkeiten, aber auch natürlich die Regulatorik, tatsächlich nur individuelle bzw. erweiterte Energie- und Ressourcenkonzepte zur Energiever- und Entsorgung in Frage kommen. Ja, das heißt, wir können nicht sagen, nimm mal bitte das, du nimmst das und alles ist gut, weil die Prozesse, wie ich auch sagte, sehr, sehr unterschiedlich sind, auch von ihren Anforderungen technisch, aber auch wirtschaftlich. Wir sind aber der Überzeugung, dass tatsächlich Fokus auf diese Kombination liegt, aus dieser wirtschaftlichen Dekarbonisierung. Das heißt nicht nur sagen, wir machen das grün, damit es grün ist, sondern das muss tatsächlich wirtschaftlich funktionieren. Heißt auch natürlich völlig andere Geschäftsmodelle im Sinne Energiebeschaffung bzw. Energieentsorgung. Also das, was ich sagte im Sinne dieser Synergien, das machen wir auch im Sinne Entwicklung dieser Ausbaupfade. Wir müssen uns stückchenweise, oder wir sollen nicht aus den Augen verlieren, das Thema Sicherheit, dieses Eigenenergieversorgung auch im Sinne Unabhängigkeit, aber auch Flexibilität. Und last but not least im Sinne Strategie, natürlich sind wir dabei, alle diese Prozesse stückchenweise zu automatisieren, sodass in der Komplexität die Entscheidung natürlich so schnell getroffen werden kann, dass die Unternehmen nicht 2 Jahre warten, um eine Papierstrategie zu haben, sondern eher tatsächlich früher zu sagen können, okay, was kann ich schon machen, wie wirkt sich das aus, sodass wir in der Summe tatsächlich einen Beitrag leisten können, um diese Green Deal, sage ich mal als Beispiel, Nachhaltigkeitsstrategie dann stückchenweise auf dem Feld zu bringen und davon tatsächlich zu profitieren. Also in dem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stelle natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Und für die Fragen schalte ich mich jetzt wieder ein. Vielen Dank für den spannenden Vortrag auf alle Fälle. Wir haben auch einige Fragen aus dem Plenum. Ich würde im Hinblick auf die Uhr gleich postwenden anfangen. Und zwar, Przemek, wie sieht es denn in den verschiedenen Branchen aus? Kannst du sagen, dass die klimaneutrale Fabrik zum Beispiel in der Prozessautomation schon ein bisschen weiter ist als beispielsweise in der Elektronikfertigung oder ist es gar nicht so auf die verschiedenen Branchen zu münzen? Vielen Dank erstmal für eine sehr, sehr interessante Frage. Was ich gesagt habe, ich würde hier keine Branche bevorzugen, weil man darf natürlich an der Stelle eine Sache nicht vergessen. Viele Branchen haben sich aufgrund ihrer Spezifika, ihrer Produktentwicklung immer mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf den Weg gemacht. Wann mache ich Thema Nachhaltigkeit zu meinem Spitzenthema, sage ich mal salopp. Das ist ein Punkt. Das andere Punkt, es kam auch natürlich von der Endkundenseite. Ja? Wenn ich früher Anfrage an grünen Produkten bekommen habe, dieses Beispiel Automobil habe ich benannt, dann waren die Unternehmen gezwungen, sich damit tatsächlich früher auseinanderzusetzen. Und letzte Bemerkung vielleicht an der Stelle, wir müssen immer unterscheiden zwischen großen und kleinen Unternehmen. Ja? Das heißt, wenn die Unternehmen in Größenordnung die Möglichkeit haben, in die Zukunft zu schauen, dann machen sie das auch so und das tun sie an vielen Stellen sehr gut.
Kleine Unternehmen müssen natürlich schauen, dass sie tatsächlich auf dem Markt bestehen und dann parallel dazu mit dem Thema Nachhaltigkeit was anfangen. Das heißt, ich würde keine Branche bevorzugen, aber ich würde sagen, jede dieser Branche ist an unterschiedlichen Stellen dieser Nachhaltigkeit gerade unterwegs. Nichtsdestotrotz, alle müssen was dazu machen und das finde ich gut. Jetzt hast du quasi schon die nächste Frage unseres Zuhörers beantwortet, aber vielleicht könntest du trotzdem noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Also gibt es Unterschiede zwischen kleinen und mittleren Unternehmen und Konzernen in Sachen Klimaneutralität? Wenn man sich die Slides dann nachhinein anschaut, wir fangen bei jeweiligen Unternehmen an der gleichen Stelle im Sinne dieser Methodologie. Aber es setzt natürlich voraus, wer was hat. Ja, es gibt Unternehmen, die natürlich im Sinne schon Monitoring, also Energiemanagement, wir haben in Deutschland 50.001, einen Superstandard in Einführungsstrichen. Das heißt, viele haben schon Daten und dann fangen wir schon gleich an mit den nächsten Stufen. Es gibt viele Unternehmen, und da sind auch klein und groß dem gleich zu sehen, die natürlich mit dem Thema Digitalisierung, also wie erfasse ich meine Produktionsdaten, Stromdaten, noch nicht so weit sind. Und da müssen wir Stückchen vorne noch einsetzen, indem wir sagen, okay, wir schaffen bei euch erstmal Systeme, die uns erlauben, sag ich mal, Blick ins Kugel zu schauen und dann reden wir, was kann man aus dieser Kugel machen. Du sprachst es schon an, Daten. Da hat auch ein Zuhörer gefragt, sind Daten nicht sowohl das Gold der heutigen Zeit, aber auch die größten Klimasünder, also im Umkehrschluss die Digitalisierung? Vielen Dank auch für die Frage. Ich würde die Jein beantworten. In dem Sinne, warum ja? Ja, wir schicken Menge Daten, die gar nicht verwertet werden. Ja, damit erzeugen wir natürlich in den Datencenter erheblicher Stromverbrauch, Abwärme und so weiter. Das heißt, wie wir an diese Thematik rangehen, das hatte ich in der vorherigen Frage auch versucht, ein bisschen ein Stückchen zu antworten. Wir müssen schauen, ja, Daten ist das Gold wert der Zukunft, keine Frage, aber wir müssen schauen tatsächlich, wo dieses Gold wert liegen. Ja, das heißt, bevor wir anfangen, gigantische Mengen hin und her zu schieben, ohne zu wissen, wozu, gehen wir eher die Richtung zu zeigen, okay, wo brauche ich wirklich Daten? Wo kann ich dieses Mehrwert oder wo brauche ich die Daten, um die Information zu haben? Weil wenn ich weiß, dass ich aus diesen Daten diese Information habe, das ist schon diesen Mehrwert. Also nicht, dass wir quasi nur drumherum schicken. Also wir müssen tatsächlich schauen und dazu hilft beispielsweise diese künstliche Intelligenz, nicht an allen Stellen, aber an einigen Stellen tatsächlich einen Mehrwert über die Daten zu schaffen. Aber deswegen nein, weil nicht überall bitte. Dann eine weitere, wie ich finde, sehr spannende Frage. Es bedeutet eine klimaneutrale Fabrik höhere Kosten für den Endkunden, da höhere Fabrikations- bzw. Fabrikautomation ein bisschen teurer ist? Ich würde sagen, diese Frage bekommen wir sehr oft. Ich kann diese Frage nicht ja antworten, nicht immer ja. Das heißt ganz einfach, deswegen hatte ich versucht, das in dem Vortrag darzustellen. Wir versuchen gemeinsam mit dem Unternehmen eine optimale für ihn Pfad zu finden. Optimale Pfad ist im Sinne dieser KPI-Matrix beispielsweise, dass das Unternehmen sagt, okay, ich bin bereit oder mein Markt ist soweit bereit zu sagen, okay, ich steige stückchenweise Produktkosten oder Produktionskosten, aber dafür bin ich mehr grün, sage ich mal salopp. Ja. Es gibt Unternehmen, die das beispielsweise verpflichtet sind, dass die sagen, okay, ich muss grün produzieren. Grün ist heute teuer, aber ich muss sehr zuverlässig sein. Das heißt, da würden die Preise steigen, aber wie gesagt, das ist das so. Es gibt aber Fälle in unseren bisherigen Erfahrung, wo es nicht unbedingt sofort teuer sein muss. Ja, und wir müssen uns auch, glaube ich, die Frage marktwirtschaftlich, aber volkswirtschaftlich zukünftig auch stellen, wie weit sind wir bereit, mehr für die grünen, nachhaltigen Produkte zu bezahlen? Das ist eine globale Spreading World, weiß ich, aber ich glaube, diese Frage müssen wir antworten. Ja? Und deswegen, das heißt nicht immer teuer, ja? Sondern heißt aber auch die Frage, wie weit reagiert der Markt dafür oder wie weit ist Unternehmen bereit zu sagen, ich gehe diese quasi Risiko. Ich finde, das ist eine schöne Antwort. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und zwar fragt ein Zuhörer, ist Energiemanagement ein Key für die klimaneutrale Fabrik? Nee, nicht nur.
Ja, Energiemanagement ist eine der Mittel zu dem gesamten Zweck. Ja, wir dürfen das nicht nur in alles in Richtung Energiemanagement schieben und sagen, da wird das alles stemmen. Allein aus einfachem Grund, in Deutschland haben wir den Unbundling. Das heißt, dieses technisches Energiemanagement in elektrisches Netz dürfen wir gar nicht mit dem Vertrieb koppeln. Das heißt, wie ich versucht habe, auch darzulegen, wir müssen ein Stückchen weiter, breiter schauen. Ja, das ist komplex. Aber wie ich gesagt habe, busy is new stupid. Von daher haben wir noch ein paar Sachen zu tun. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuschauen. Przemek, vielen Dank für die spannenden Einblicke und für die spannenden Antworten, wie ich finde.